Jo Freunde, in diesem Guide zu Palworld zeige ich euch, wie ihr den ersten Turmboss Zoe und Griswold ganz einfach besiegen könnt. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen für meine Methode, das gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Zuerst kümmern wir uns um die Ausrüstung. Also ab Level 10 könnt ihr den Dreischussbogen freischalten und dann auch herstellen. Das würde ich euch auf jeden Fall raten, denn Dreischussbogen, also er verschießt drei Pfeile, aber nur ein Pfeil wird aus dem Inventar genommen. Ihr macht also den dreifachen Schaden, wie zum Beispiel der normale alte Bogen. Ebenfalls ab Level 10 könnt ihr auch den Federhaarschmuck freischalten. Der schützt euch vor tödlichen Kopfverletzungen. Ganz früh ab Level 4 habt ihr schon die Möglichkeit, das normale Schild zu bauen. Das ist ganz wichtig, denn der erlittene Schaden geht zuerst auf das Schild über, bis es leer ist. Und dann wird erst eure Lebensenergie angegriffen, also definitiv wertvoll. Und neben dem Schild befindet sich die Stoffrüstung, die habe ich auch ausgewählt, vor allem um nicht nackt vor dem Boss zu stehen. Aber diese Rüstung hat noch einen coolen Effekt, ihr bekommt nachts keinen Schaden durch die Kälte. Brauchen wir jetzt bei dem Boss nicht unbedingt, aber ist trotzdem cool. Voraussetzung Nummer 2, wir brauchen ein geeignetes Team dafür. In diesem Guide lernt ihr, wie ihr eine Armee aus Daydreams, aus Geistern baut. Und das ist richtig nice. Also Daydreams habt ihr bestimmt schon gesehen, das sind pinke Geister und die sind nicht schwer zu finden. Wartet einfach, bis es Nacht ist und dann geht ihr auf die Suche. Ihr müsst auch nicht lange suchen, denn hier im Startgebiet findet ihr auf jeden Fall Daydreams. Fangt sie einfach ganz normal ein, insgesamt 4 Stück davon. Und außerdem gibt es da noch in der gleichen Gegend einen Hukrates, also eine Nachteule. Davon brauchen wir auch einen im Team, denn dieser Hukrates hat die Fähigkeit Weisheit der Schatten. Das ist ein passiver Skill, der allen anderen dunklen Perls mehr Angriffskraft gibt. Also wie gesagt, holt euch 4 Daydreams und einen Hukrates und dann geht's ab zurück ins Lager, denn wir müssen noch eine einzige Sache herstellen. Der Gegenstand, den wir herstellen, ist das Daydream Halsband. Das könnt ihr ab Level 8 schon freischalten. Und was das macht, ist richtig cool. Also wenn ihr einen Daydream in der Gruppe, also im Team habt, dann wird er dauerhaft draußen sein und auch auf eure Gegner schießen. Ihr müsst ihn nicht selbst spawnen, sondern er kommt einfach. Und wenn ihr 4 davon habt, dann sind eben dauerhaft 4 Daydreams draußen. Das sieht nicht nur richtig geil aus, sondern die machen auch richtig gut Damage. Das Halsband müsst ihr übrigens nicht irgendwie anlegen, sondern einfach nur herstellen, einsammeln und das war's schon. Jetzt wird's aber noch Zeit, unsere Daydream-Armee und den Hukrates ein bisschen aufzuleveln, da sie ja sonst zu schwach sind. Und das könnt ihr einfach machen, indem ihr Pals tötet in der freien Welt oder einfangt oder auch Gegenstände einsammelt. Das wäre so die Standardmethode, um einfach euch und eure Pals hochzuleveln. Aber es gibt noch eine andere Methode und zwar den Boss-Catch-Glitch, den ich euch schon im anderen Video gezeigt habe. Ich habe das jetzt in der Infokarte verlinkt, weil sonst dauert das Video zu lang, wenn ich das erkläre. Und mit dem Glitch, da könnt ihr den Boss fangen, den wir gleich töten werden. Und ihr bekommt einen Haufen XP. Also ich bin zum Beispiel jetzt mit meinen Daydreams von Level 11 auf Level 15 hoch, indem ich einfach nur den Boss eingefangen habe. Das geht natürlich ein bisschen schneller, als wenn man einfach in der Welt rumläuft und Pals fängt oder tötet. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mein Team dann so lange hochgelevelt, bis sie circa Level 15, 16 waren. Und dann habe ich mich bereit gefühlt für den Bosskampf und da gehen wir jetzt auch hin. Aber es würde natürlich auch Sinn machen, euch zu zeigen, wo sich der Boss überhaupt befindet. Also ich bin hier in meinem Lager am Startgebiet und der Boss befindet sich genau hier am Turm des Rain-Syndikats. Also nicht sehr weit entfernt, da könnt ihr einfach hinlaufen und da ist auch ein Schnellreisepunkt in der Nähe. Dann müsst ihr eine kleine Treppe nach oben laufen und nach links und da ist auch schon der Turm des Rain-Syndikats. Wenn ihr zum Eingang geht, dann seht ihr auch schon einen Timer. Ihr habt nur 10 Minuten Zeit, um den Boss zu besiegen. Also geht einfach in den Bossraum und dann kommt eine Zwischensequenz, die ihr überspringen könnt. Und dann beginnt auch schon der Bosskampf. Ihr solltet direkt euren Hukrates rausholen, damit er erstmal Aggro zieht. Das heißt, der Boss soll sich erstmal auf ihn konzentrieren, statt auf euch. Und das hat hier auch ein bisschen, ja doch, es hat geklappt. Und dann schießt ihr mit euren Pfeilen auf den Boss drauf, macht ein bisschen Damage an ihm. Und gleich werdet ihr seine Attacken sehen. Hier ist einmal dieser Schuss, da muss man natürlich ausweichen. Und dieser Laser hier. Da müsst ihr auf jeden Fall hinter eine Säule gehen, weil der macht ordentlich Schaden. Und auch wenn Hukrates damit anvisiert wird oder auch jetzt mit dieser Attacke, die ihr gerade sehen könnt, Hukrates ist gestunt, solltet ihr ihn ganz schnell einpacken und nach der Attacke wieder auspacken, damit er eben nicht verwundet wird. So, jetzt hat der Boss mich angegriffen. Natürlich muss ich da ein bisschen ausweichen. Und hier auch mit dem Schuss ist eigentlich alles gar kein Problem. So schwer ist der Boss überhaupt nicht, mit dieser Taktik zumindest.
Ihr seht auch, dass meine Pfeile jetzt nicht so den größten Damage machen. Den größten Schaden machen auf jeden Fall diese Daydreams und Hukrates auf jeden Fall. Und am Anfang des Kampfes habt ihr gesehen, dass ich da dieses Ringmenü hatte. Da könnt ihr auch einstellen, dass Hukrates eben aggressiv gegen den Boss vorgeht. Das ist natürlich auch von Vorteil. Ich habe hier wirklich Hukrates nie rausgenommen, doch jetzt habe ich ihn einmal rausgeholt, als er anvisiert wurde. Aber am Ende ist er dann doch gestorben, weil ich halt nicht so auf ihn aufgepasst habe. Ja, und hier ist ein kleiner Schnitt. Da seht ihr auch, wie Hukrates gerade stirbt gleich. Und was dann passiert ist, dass wir die Fähigkeit Weisheit der Schatten verlieren. Das heißt, unsere Daydreams machen weniger Schaden als vorher. Aber es ist trotzdem immer noch locker machbar, diesen Boss mit 4 Daydreams zu besiegen. Also ihr seht, die machen ordentlich Damage. Ihr müsst trotzdem ein paar Mal draufhauen. Schön ausweichen hier, wenn er schießt. Oder wenn er euch zu nahe kommt zum Beispiel. Aber das ist wirklich alles kein Problem. Mit dieser Taktik, also da habt ihr überhaupt keine Probleme. Das schafft ihr auch locker. Seht ihr, also ich mache hier nichts irgendwie Besonderes oder so. Außer ein bisschen ausweichen, schießen. Die Daydreams schießen automatisch auf ihn. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Und ab und zu ist er dann so, der Boss hinter der Säule. Und da scheint er ein bisschen, gebuggt zu sein. Das sieht man vielleicht gleich noch. Ja, hier zum Beispiel. Da schießt er, aber ja, er schießt gegen die Säule und wir können jetzt einfach mal auf ihn draufhauen. Ja, das passiert auch manchmal. Also so geht der Kampf immer weiter, bis ich ihn endlich besiegt habe und ihr seht, dass ich noch genügend Zeit zur Verfügung hatte. Demnach würde ich sagen, dass diese Taktik, die ich euch gezeigt habe, einfach gut ist, um den Boss zu besiegen. Wahrscheinlich gibt es bessere, aber für Anfänger denke ich, dass das so am besten ist, weil diese ganzen Monster-Pairs sind leicht zu fangen und die Materialien sind auch nicht so schwer zu farmen. Also ich denke, dass ihr da schon gut durchkommt. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch geholfen hat hier oder wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit Palworld. Also Leute, haut rein, viel Spaß und bis bald. Bye, bye.